So, es ist immer noch derselbe Tag und ich nehme wieder FIFA 12 auf. Denn heute gibt es ein kleines Extra. Was es ist, das werdet ihr gleich mitten im Spiel sehen. So, wir haben unser Auswärtsspiel gegen Werder Bremen. Jo, natürlich wieder auf Legende. Wie sollte es anders sein? Oh, Teammanagement, look. Oh, unser heiliges Dreieck hier ist ganz schön geschädigt. Naja. Oh, Marin ist verletzt und Wolf rot gesperrt. Und jetzt los und unser Extra, also mein kleines Extra, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar gucken wir jetzt erstmal die wunderschöne Tabelle an. Ein Genuss. Und hier seht ihr es. Wir spielen mit der brandheißen neuen Sky-Anzeige. Ja, und ihr seht schon, die überlappen leider diese Zwischenergebnisse. Aber das soll uns nicht weiter stören. Jo, da fallen anscheinend schon viele Tore. So. Gegen Bremen. Hier dieses Ligaspiel. Der drittletzte Spieltag, das könnte hinkommen. Gustavo schießt und vorbei. Nee, Alaba war's. Alaba spielt ja jetzt für Schweinsteiger, der ja jetzt 2 Wochen verletzt ist. Leider. Aber naja. Oh, das war ein verlorenes Kopfballduell. Ah, wunderschön. So. Oh, da habe ich die falsche Passtaste gedrückt. Jetzt hat Müller die mit der Hacke versucht reinzuspielen. Ja, danke. Jetzt. Oh, Herbertson. Okay. Oh, danke. Und verloren. Und danke. Schuss. Alter, das geht ja gut ab. Das geht ja gut. Und ich hoffe, euch gefällt diese neue Sky-Anzeige. Wenn nicht, kann ich sie auch ganz schnell wieder rausnehmen. Oh, was war jetzt? Abseits oder was? Jupp. Oh. Tja. Naja, machen wir den mal so. Nein. Ah, weggelaufen. Oh, danke. Fühl ich mich ja geehrt, dass ich von euch den Ball bekomme. Das ist der reine Wahnsinn hier. Alaba lässt ihn durch. Ich glaube, war unabsichtlich. So, Doppelpass. So, kriegt noch. Flanke findet aber keinen Abnehmer. Doch, findet einen Abnehmer auf anderem Weg, aber auch wieder nicht. Oh, da ist Pizarro durch. Da ist Pizarro durch. Neuer kommt raus. Pizarro ist vorbei. Und, oh nein. Und nichts. Boah, ein Glück. Neuer mit einem Foul, aber er bekommt nichts. Ich gehe schon mal hier auf die Linie. Und Neuer hält. Und ich muss mir das nochmal angucken. Das muss ich mir jetzt gerade nochmal angucken. Das sah ganz schön brutal aus. Sekunde, den hier und dann. So, jetzt gucken wir nochmal. So, ich wollte jetzt mit Lahm noch dahin laufen, um zu schützen. Und jetzt. Zack! Und Lahm fliegt hin. Tja. Und weg das Ding. Und keiner steht vorne. Wie geil ist das denn nicht? Stell mal wieder auf die gewöhnliche Offensive. Danke. Geklärt. Boah, da bin ich unterm Ball hergelaufen. Neuer, komm, den kriegst du. Jawohl. Nein, hat ihn verloren. Hat ihn wieder. So. Ja,
jetzt, Schuss, geblockt. Oh, da rutsche ich vorbei und da habe ich ihn voll umgegrätscht. Das könnte Geld geben. Könnte auch nur. Bremen spielt hier gut mit. Oh, den habe ich schön abgefangen. So. Jawohl. Jetzt. Flanke. Ja, komm, es ist frei. Komm, es. 1:0. Der macht den Torero. 1:0, Mario Gomez. Schönes Tor. Guck mal nochmal, läuft er sich frei. Und wie lässig er den dann so reinhebt. Incredible. Oh, das ist auch mal cool. Dieses Sky Sport da über hat doch dieses Ding. Das ist auch noch von FIFA 12 Standard. Diese Flanke und Boateng klärt. Alaba. Nee, Götze war. Achso, da komme ich nicht mehr dran. Da ist Naldo gewesen. Lahm. Boah, Gustavo hoch. Ah, ja. Schuss. Und Wiese. Ja, Halbzeit. 1:0. Durch die Treffer von Gomez in der 41. So, und die Ergebnisse. Bla bla bla. Wieder auf ausgeglichen. So. Ja, echt sorry, dass jetzt ihr die Ergebnisse nicht lesen könnt. Ich weiß nicht, ob die euch überhaupt interessieren. Naja. Hat ihn. Aber ich würde mal sagen, die Anzeige ist doch jetzt viel besser so. So ein Abruf kriegt nur ein Manuel Neuer hin. Jetzt, da kommst du dran, Müller. Und jetzt. Gomez. 2:0. Tja, das gucken wir uns auch nochmal an. Oh, mit der Hacke. Zack. Gucken wir uns hier nochmal genauer an. Da hat es mal schön gesehen. Was ist mal hier in Slow-Motion? Jetzt. Zack. Sahnehäubchen. 52. Ganz heikle Situation. Wow. Schon wieder durchgekommen. Müller. Und Wiese. Oh, jetzt Eckball. Kommt schlecht. Einwurf immerhin, oder? Ja, Einwurf. So. Ja, das war ein bisschen schlecht gespielt. Oh, Alaba! Jo! Oh, schwer. 1 gegen 1 gegen Wiese ist dann auch nicht. So. So. Lahm. Abgefälscht. Junge. Das war ein kurioses Ding. Oh, an die Hacke. Wollte ich zu lahm weiterleiten und dann ist er doch
bisschen zu kurz geraten. Die Grätsche war schlecht. Die Grätsche war, naja, hat nicht viel bewirkt. Und das war schön. So. Groß, groß geht nach außen, groß. Oh, da spitzelt er noch den Ball im letzten Moment weg. Das wird wieder abgefangen, wa? Wow, schlechter Pass. Immerhin Einwurf. Immerhin Einwurf. So. Und jetzt. Schlecht. Oh, was ein Schuss. Habe ich schon besser gesehen. Abstoß, Kopfballduell verloren. Ui, oh, ja, was jetzt? Gestrecktes Bein vom Gegner. Hätte ich nochmal nach oben spielen können, aber das mache ich nicht. Thomas Müller, eigensinnig, aber egal, denn 3:0 ist in der 86. Minute wohl der Endstand. Hier, hätte ich jetzt so, da habe ich den, dann hätte ich jetzt nochmal nach oben spielen können. Das hätte ich jetzt eigentlich gerne gemacht und dann noch mit so einem Trickpass. Das wäre noch schöner gewesen, das wäre noch viel schöner gewesen. Was war jetzt? Achso, Einwurf für mich. Hab ich gar nicht richtig mitbekommen. Antizipiert hab ich das nicht richtig. Oh, danke. Dankeschön. Schieße ich nochmal drauf und Wiese muss nochmal halten. Jetzt gibt's nochmal Eckball. So. Oh, Wiese nochmal. Oh, da jetzt geht es aber noch ordentlich ab hier. Flanke. Kopfball frei! Ui, ui, ui. Das müsste es gewesen sein. Noch nicht. Okay. Lässt er mich eben noch einen Angriff machen? Lässt er mich eben noch einen Angriff machen? Schade. Das wäre aber auch zu viel gewesen. 3:0 Endstand. Bayern München gegen Werder Bremen. Beziehungsweise Werder Bremen gegen Bayern München. Im ersten Spiel mit der Sky-Anzeige. Und wie gesagt, sagt einfach, wollt ihr sie weiterhin behalten oder nicht. Chefphysio-Spieler verletzt. Gomez. Oh nee, weh, der fällt im ersten Spiel aus. Weil du jetzt unbedingt. Ich hab dich doch in die Startaufstellung gesetzt. Ich verstehe es nicht. Wieder ausgerührt. Schweinsteiger ist wieder fit. Gomez. Ne, Gomez lasse ich mal. Alaba. Schweinsteiger. Achso, ja, Robben. Achso, ich habe Robben nicht spielen lassen. Denn der war ja so extremst angeschlagen. Deswegen habe ich ihn nicht spielen lassen. So, mal gucken, ob Gomez bis das nächste Spiel wieder fit ist. So. Jo, Gomez ist bis zum nächsten Spiel fit. Das geht gegen den VfB Stuttgart. 3 Spiele, Leute. 3 Spiele. Und im nächsten Spiel geht's gegen den VfB Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.